Herzlich willkommen zum 24. Cloud System Summit. Wie immer virtuell. Wir prüfen natürlich, ob wir für unsere Teilnehmer gefahrlos auch wieder echte Veranstaltungen machen können. Und sobald das geht, werden wir auch zumindest die Veranstaltung hybrid anbieten. Das würde bedeuten, dass wir an irgendeiner netten Location das Ganze dann live mit Publikum machen und für die anderen das dann als Video im Nachgang anbieten. Aber bis dahin bleibt alles beim unseren bekannten und beliebten Zoom-Format. Ja, our mission is to help people see data in new ways. Discover insights, unlock endless possibilities. Ja, schöner, finde ich, kann man das gar nicht sagen. Wir helfen ihnen mit Hardware, Software, Prozeduren, neue Werte aus ihren Daten zu gewinnen. Und ja, schauen wir doch zunächst mal auf die nächsten geplanten Veranstaltungen. Das sind jetzt mittlerweile drei. Gestern Abend waren es noch eine. Also insofern ist schon was dazugekommen. Die aktuell geplanten Sessions sind am 6. Oktober. Da begrüße ich hier den Dirk Lübcke und den RT Bettili. Das sind beides ausgewiesene Spezialisten aus dem Bereich ACS und die haben eine Menge Erfahrung im Bereich Projektarbeit und auch aus aktuellen Projekten eine Menge Erfahrung im Bereich Exadata Cloud Customer. Wir haben schon heute, wir haben es gerade nochmal gecheckt, spektakulär hohe Anmeldezahlen. Wirklich, ich glaube fast, das ist eine der Veranstaltungen mit den meisten Anmeldungen und von daher sollten auch Sie sich hier vielleicht den Termin notieren. Ja, natürlich haben wir auch schon eine Reihe weiterer Veranstaltungen geplant und zwar am 13. Oktober werden wir das Thema Backup und Recovery mit der Recovery Appliance machen, mit der ZDLRA, die Sie vielleicht unter dem Namen auch kennen. Wir freuen uns da. Das ist eine englischsprachige Veranstaltung. Als Sprecher ein Product Manager, den Timothy Chin, und einen seiner Kollegen, den Yoni Safi, zu haben. Der ist bekannt aus dem Bereich Maximum Availability Architecture. Wird eine tolle Sache. Eine Menge Inhalt. Es wird auch, denke ich mal, ein bisschen tiefer reingehen, also auch ein bisschen technisch. Also insofern, wenn Sie Ihren Backup irgendwie, wir werden auch heute über das Thema sprechen, in ja, 10 Jahre weiter katapultieren wollen und wirklich auf den Stand der Technik bringen wollen, dann ist am 13. Oktober der richtige Termin. Dann werden wir noch ein Update zu Engineered Systems und Neuigkeiten vielleicht aus dem Bereich Exadata Cloud at Customer machen am 27. Oktober. Da sind wir noch in der Planung. Aber seien Sie da ganz gespannt. Ja, schauen wir uns in der schnellen Durchsicht mal die vorhandenen Veranstaltungen an. 24 machen wir heute. Wer hätte das gedacht? Am Anfang waren wir uns ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob wir irgendwie genug haben für den ersten Monat. Also wir haben gesagt, so 3-4 machen wir und dann kommt ja eh keiner. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden. Von daher läuft das ganz gut. Wir kriegen auch eine Menge Feedback. All die Veranstaltungen, die bisher gelaufen sind, können Sie in dem Bereich, wo Sie sich angemeldet haben, natürlich on demand sich als Video angucken. Ja, das Ganze müssen Sie sich natürlich nicht notieren. Sie bekommen selbstverständlich im Nachgang zu dieser Veranstaltung die Folien. Da finden Sie auch die entsprechenden Informationen zu den bisherigen Veranstaltungen. Ja, und hier sehen Sie den nächsten großen Block. Also es ist eine Menge. Die gucken Sie sich dann in Ruhe an. Ja, und jetzt sind wir nicht mehr bei 3 Folien, sind wir auf 4 Folien und da geht es auch schon weiter. Also eine tolle Sache. Ja, dann ist es jetzt an der Zeit, den heutigen Sprecher und Co-Sprecher vorzustellen, den Jan Brosowski. Jan, hallo. Hallo, freut mich sehr, dass du dabei bist. Du bist ja, ich sag mal, eine tragende Säule dieser Veranstaltung von der ersten Stunde an und auch schon in der Planungsphase. Also ich glaube, ohne dich wäre das sicher hier auch nicht ans Licht der Welt gekommen. Du bist auch in einer Menge Veranstaltungen, auch aufgetreten. Jetzt warst du 2, 3, 4 Mal nicht dabei und insofern umso besser. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, worüber wollen wir denn heute sprechen, Jan? Wir gehen heute ein bisschen in das Thema hybride Cloud-Lösungen für Banken und Versicherungen oder was ist denn da so speziell bei den Banken und bei den Versicherungen, Jan? Ich könnte jetzt ganz langweilige Witze machen, wie dass Banken die sind, wo man das Geld herkriegt, das man braucht, um seine IT einzukaufen. Aber es ist natürlich nicht das, um was es hier geht. Also für mich sind
Banken von daher ein bisschen ein nicht ganz normaler Kunde, da wir es bei den Banken und bei den Versicherungen mit einem extrem hochregulierten Markt zu tun haben. Das ist ja auch zu Recht so. Das ist ein stark regulierter Industriezweig. Hier gibt es immense mögliche Schäden und Risiken sind allgegenwärtig. Banken verdienen ihr Geld letztlich ja aus Risiko, das man bewusst eingeht. Und von daher gibt es sehr viel Regulatorik in dem Bereich. Ich habe hier mal versucht, eine Slide aufzubauen, auf der man sieht, was das an Risiken ist und an Regulatorik ist, mit dem man da zu tun hat. Also so eine Slide in vollumfänglich zu machen mit allen Regeln, die es da gibt, ja, die wäre sehr, sehr klein bedruckt, das wäre mehr ein Augentest. Es gibt da zwei große Bereiche der Regulatorik, die greift. Zum einen die typische, ich nenne sie mal die typische IT-Regulatorik, das CRITES, die DSGVO, die GDPR, auch sowas wie Common Criteria oder das berühmt-berüchtigte BSI-Grundschutzhandbuch, sowas wie C5, was da jetzt hochkommt für Cloud-Lösungen. Diese Regulatorik greift natürlich vollumfänglich. Das sind Regeln, die gelten, die sich explizit auf die IT beziehen. Und daraus gibt es dann direkte Auswirkungen, dass man IT-Risikomanagement betreiben muss, dass man dass Banken und Versicherungen hier eine sehr, sehr hohe Qualität liefern müssen. Man arbeitet mit personenbezogenen Daten, Versicherungen teilweise sogar mit Daten, die nach dem Sozialgesetzbuch geschützt sind. Das sind Anforderungen, die haben sich richtig gewaschen, die man da erfüllen muss. Was dazu kommt bei den Banken, sind andere Geschichten noch. Da gibt es jetzt sowas wie, auf der linken Seite habe ich so ein paar spezifische Bankenregeln aufgeführt. Und da sind solche Sachen dabei wie, ich nehme mal gerade die zweite da, die CRD, die Capital Requirements Directive. Auf den ersten Blick hat die nichts mit IT zu tun. Man kann sich den Text mal durchlesen. Da steht das Wort Rechner, Server, Service nicht drin. Trotzdem ergibt sich daraus eine Forderung an die IT. Man muss jederzeit in der Lage sein, das Reporting, das da gefordert ist, zu liefern. Sonst wird es sehr teuer. Und also bei all dieser Regulatorik, wo es darum geht, eine Risikovermeidung und Risikobewertung zu vollziehen, von denen gibt es jede Menge. Da gibt es auch Reporting-Vorschriften, die man für die EZBE erfüllen muss, also für die Europäische Zentralbank und Ähnliches. Da geht es darum, diese Reporting-Pflichten jederzeit zu erfüllen. Ein Nicht-Einhalten führt da, wie gesagt, sofort zu Strafen und Ähnlichem. Und sowas will man ja umgehen. Und was ganz klar ist, diese Gesetze, diese Regularien, die entwickeln sich ständig weiter. Das sind Moving Targets. Nicht nur die Banken verändern sich da, sondern auch die Anforderungen an die Banken. Naja, das ist ja im Prinzip immer das gleiche Bild, ne? Ein mehr oder weniger Absolut. einfacher Regelkreis. Ich meine, wenn wir uns das mal am Beispiel der Datenschutzgrundverordnung anschauen, im ersten Schritt werden da die Daten klassifiziert. Das heißt, es wird ein Verarbeitungsverzeichnis angelegt, in dem kurz gesagt festgelegt wird, welche Daten gespeichert werden und wie die Daten verarbeitet werden, beziehungsweise genutzt werden auch vor allen Dingen. Besonderes Augenmerk wird dann auf die Daten gelegt, die eine besondere Schutzanforderung haben. Im zweiten Schritt wird dann festgelegt, welche besonderen Risiken, insbesondere die sensitiven Daten, ausgesetzt sind. Das Unternehmen dokumentiert also, dass im Verzeichnis die entsprechenden Daten und deren Verarbeitung, die es da gibt. Besonders im Vordergrund steht da, welches Risiko sich da ergibt. Risiko, das ist ganz vereinfacht gesagt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden eintritt und eben das multipliziert mit der Auswirkung oder vereinfacht gesagt mit der Schadenshöhe. Im dritten Schritt werden dann passend zu dem Risiko entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen getroffen. Artikel 32 mit dem schönen Titel Sicherheit der Verarbeitung werden grundsätzlich Anforderungen aufgestellt. Das sind zum Beispiel Forderungen nach dem Stand der Technik, Forderungen, dass zerstörte Daten kurzfristig auch wiederhergestellt werden können. Und zudem müssen Verfahren etabliert werden, mit denen der Schutz bzw. die Schutzwirkung auch überprüft werden kann. Also besonders bei der Verarbeitung auftretende Risiken müssen den entsprechenden Schutzmaßnahmen unbedingt beachtet werden. Im letzten Schritt, im vierten Schritt, müssen all diese Tätigkeiten und Maßnahmen in geeigneter Weise auch dokumentiert werden. Also das gilt natürlich in erster Linie für den Nachweis der Integrität der gespeicherten Daten. Aber darüber hinaus muss natürlich auch die Funktionstüchtigkeit der geplanten organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen nachgewiesen werden. Ja, schauen wir uns auf der nächsten Folie, Jan, mal die Forderungen nach dem Stand der Technik genauer an. Nach allen Regeln der Kunst, oder wie kann man das bezeichnen, Jan? Das ist eine Sache, die verfolgt uns schon länger, dieser Stand der Technik. Wir kennen es, also
als wir die Slides für heute zusammengestellt haben, mal so ein bisschen Geschichte aus dem Hintergrund, da ist mir aufgefallen, wie lange wir diese Folie eigentlich schon dabei haben und wie wenig sie sich verändert hat. Weil das, was da drin steht, gilt eigentlich permanent. Mhm. Es gibt sowas wie den Stand der Technik und der bewegt sich zwar kontinuierlich weiter, aber er wird von zwei Dingen umrundet, an denen man sich da orientieren kann. Es gibt einmal allgemein anerkannte Regeln der Technik. Das ist, bös gesagt, alles, was die DIN auch schon gefunden hat. Dinge, die auf Jahrzehnte festgelegt sind. Normen, Regeln, alles, was bewährt ist, was in irgendeiner Form als dauerhafter Standard festgeschrieben ist. Dann gibt es den Stand der Technik. Das sind auch Standardsachen teilweise, also das sind progressive Security-Standards beispielsweise. Das sind aktuell geschriebene, festgelegte Standards. Das ist das, was im Markt letztlich als ein Produkt verfügbar ist. Wenn etwas produktiziert wurde, dann ist es letztlich Stand der Technik. Und es gibt was davor, das kann man beobachten, da kann man sehen, was bald wohl Stand der Technik wird. Das ist der Stand von Wissenschaft und Technik oder Wissenschaft und Forschung, wird es in manchen Papern auch genannt. Mhm. Das sind der Stand der Erkenntnisse. Und das ist natürlich weit jenseits dessen, was heute erprobter Stand der Technik ist. Und es ist eine ganz interessante Sache. Das hier ist auch ein Moving Target, wie ich gerade sagte. Erkenntnisse aus der Wissenschaft werden zum Stand der Technik mit der Zeit. Und da ist es dann eine wichtige Aufgabe, letztlich diesen Stand der Technik festzustellen. Was klar ist, sowas, man kann nicht einfach sagen, okay, sobald es in der CT steht, ist es Stand der Technik. Und ich kann auch nicht warten, bis der VDE oder der VDI das in ein Normenpapier geschrieben hat, dieses Finden des Stand der Technik, das finde ich, ist eine unheimlich spannende Aufgabe. Naja, da fragt man sich natürlich, warum gibt es da kein Buch mit, das ist der Stand der Technik. Ne? Also, das heißt, der Grund dafür ist natürlich, dass der Stand der Technik nicht definiert wird, sondern der ergibt sich natürlich aus ihren Anforderungen. Das heißt, aus der Wahl der geeigneten Technologie. Ja? Das heißt also, ich schaue mir erstmal an, wenn ich irgendwas schützen muss, mit welchen möglichen Technologien kann ich das machen. Ich könnte mir zum Beispiel einen beliebigen Pfeiler kaufen, ich könnte den mit irgendeinem Switch verbinden, ich könnte den mit irgendeinem Betriebssystem versehen, ich könnte das Ganze auf irgendeiner Virtualisierung fahren und. Und danach muss ich dann im Prinzip eine Bewertung machen dieser Technologie, muss also angucken, wie stark ist das etabliert im Rahmen der IT-Welt, wie erprobt ist das Ganze. Letztlich müssen wir hier in der Folie gezeigten grünen Bereich sein. Das heißt also, ich muss das natürlich auch beherrschen können. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ne? Also ich kann mir nicht irgendwas zusammenbauen, wo ich dann anschließend keinen Spezialisten habe, der zum Beispiel ein entsprechender Netzwerkguru ist. Ne? Das heißt also, die organisatorische Maßnahme, die muss im Prinzip zu der entsprechenden Risikobewertung auch passen. Das heißt, je höher eine Risikobewertung ist, und je höher sind natürlich dann auch die Anforderungen an das entsprechende ausgewählte Verfahren. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass hier dieser Übergang zwischen produktverfügbar und experimenteller Einsatz. Es kann ja durchaus sein, dass für den einen oder anderen der Einsatz eines bestimmten Produkts noch in Richtung experimenteller Einsatz gehen, weil das ist etwas Zweites. Wir hatten ganz am Anfang gesagt, was macht so eine Bank eigentlich aus? Was macht eine Versicherung aus? Es gibt neben der Regulatorik für eine Bank noch einen guten Grund, am Stand der Technik zu bleiben. Es ist so, Banken, insbesondere aber auch Versicherungen, entwickeln sich permanent weiter. Da kommen neue Technologien dazu, da kommen neue Anforderungen an die IT. Man beschäftigt sich mit modernen Themen, sowas wie, ich habe hier mal so ein paar aufgeführt, die da reinspielen. Das ist einmal Internet of Things, Blockchain. Man hat es auf einmal mit neuen Datenquellen zu tun. Sie haben es vielleicht mitbekommen, dass es jetzt viel mehr Datenerhebungen auch bei Versicherungen gibt. Wir haben da kürzlich mal über eine Versicherung für ein Auto gesprochen. Da gibt es jetzt auf einmal Telematiktarife, die Daten der Autos mit auswerten wollen, beziehungsweise der Fahrer, um genau zu sein, um das Risiko einzuwerten. Man kommt davon ab, nur mit Data Warehouses zu arbeiten. Data Lakes werden immer mehr in Mode kommen, wo man Daten aus unterschiedlichsten Quellen kombiniert. Data Scientists machen sich in Anführungszeichen in Banken breit. Das heißt, man sucht auf einmal in Daten nach Korrelationen, die man vorher nicht kannte. Und das ist auch ein guter Grund, am Stand der Technik zu bleiben. Man möchte all diese neuen Methoden zur Analyse von Daten, zur Verwendung von Daten letztlich nutzen.
Gleichzeitig kommt man dabei nicht drum herum, das Ganze auch zu automatisieren. Das ist etwas, was mir immer wieder klar wird im Gespräch mit Verantwortlichen bei Banken und Versicherungen, die dort in solchen Rollen arbeiten. Einher mit diesen neuen Techniken geht eine unheimlich hohe Änderungsrate. Viel Veränderung. Und das führt dazu, dass man selbst ja letztlich hochgradig automatisieren muss, dass man auf Vorfertigung zurückgreifen muss, um letztlich mit dieser Änderung, mit diesem Stand der, mit diesem, dieser Änderung, die jetzt Stand der Technik ist, klarzukommen. Mhm. Und damit einhergeht meiner Ansicht nach ein wichtiger Punkt, den ich auch bei praktisch allen meinen Bankenkontakten sehe. Man möchte Komplexität herausnehmen. Man muss das ganze System letztlich automatisiert betreiben können. Und das geht nur, wenn man mit wenig Varianten arbeitet. Man reduziert Komplexität, man nutzt letztlich Vorfertigung. Man greift auch bestehende Standards zurück. Man gibt den berühmten sich selbst einen Standard setzen Ansatz auf. Warum sollte ich einen Datenbankbetriebsansatz, einen Standard selbst erfinden, wenn es schon welche gibt? Und deswegen setzt man immer wieder auf Industriestandards, die als Basis für sowas dienen. Jetzt könnte man sagen, Moment, bewege ich mich damit nicht gerade aus dem Stand der Technik raus oder nicht? Nee, tut man nicht. Nämlich man muss sich entsprechende Standards suchen, die progressiv weiterentwickelt werden. Schauen Sie sich einfach an, das machen sehr viele Hersteller so, wir auch. Schauen Sie sich beispielsweise unserem MAA an, die Maximum Availability Architecture. Die wird seit 30 Jahren gepflegt. Das ist ein Standard, aber auf der einen Seite, es ist weitergepflegt, es bleibt am Stand der Technik. Und solche Standards kann man da wählen. Daraus ergibt sich einen ganz wichtigen Vorteil. Wenn ich Prozesse vorgefertigt übernehmen kann, dann habe ich da weniger Fehlerquellen drin, durch Integration mit irgendwelchen anderen Prozessen und sowas. Das ist etwas, was die IT im Prinzip aus der Luftfahrt gelernt hat. Dort arbeitet man auch mit standardisierten Prozessen, wo immer möglich, und dadurch gibt es dort weniger Fehler. Nicht zuletzt der rechte Punkt noch. Das ist auch etwas, was wir immer wieder sehen in Banken und Versicherungen. Dort wurde getuned, da wurde gehardend bis zum Abwinken. Große Daten zu analysieren, das bedeutet zwangsläufig, wenn man mit Standard-Technologien arbeitet, der späten 2000er Jahre, dann muss man dort tunen. Dann muss man das auf diese entsprechende Last anpassen. Und das ist sehr, sehr viel Aufwand. Das macht heute keiner mehr. Man möchte lieber in der Lage sein, schnell auf neue Anforderungen zu reagieren. Diese Agilität, das ist viel wichtiger, als sich die Hörner beim Tunen abzustoßen. Von daher, man möchte Tuning können, aber man möchte es stark vereinfacht haben und man möchte da letztlich auch auf automatische Verfahren zurückgreifen können. Und das ist letztlich die einzige Möglichkeit, das Risiko zumindest zu minimieren, auf der einen Seite, und insbesondere die Verantwortung, die man mit den Systemen eingeht, wieder irgendwie beherrschbar zu machen. Eigentlich haben wir diese Folie nur aus einem einzigen Grund eingefügt, Ralf. Verschlüsselung ist heute wichtig. Genau. Aber ich denke mal, das ist gerade bei den Banken und Versicherungen längst angekommen. Also heute ist Verschlüsselung wegen technischer und regulatorischer Notwendigkeiten einfach allgegenwärtig. Wir gehen einfach aus, dass bei allen Banken und Versicherungen personenbezogene Daten selbstverständlich verschlüsselt sind und damit auf sicheren Systemen liegen. Check. Womit wir zum letzten Punkt kommen, der für mich wichtig ist bei einer Bank. Ich kann es mir vielleicht sagen, ob du das auch so siehst. Es ist heute so, dass Banken und Versicherungen nicht nur überprüfen, dass ihre Daten integer bleiben und sicher bleiben, sondern man ist schon längst darauf übergegangen, permanent zu überwachen, ob die verarbeitenden Systeme auch sicher sind. Das hat so ein bisschen was. Ich prüfe nicht nur, ob mein Resultat stimmt, ich prüfe auch meine Werkzeuge, mit denen ich das Ganze bearbeite. Es geht auf einmal nicht mehr um Data Integrity, sondern es geht um Systems Integrity. Die Gesamtsysteme müssen vor unberechtigter Veränderung geschützt sein. Letztlich gibt es dafür einen Grund, der hauptausschlaggebend war, um sowas zu machen. Das ist das, was man in der Security die APTs nennt, die Advanced Persistent Threats. Das sind beispielsweise Hintertüren, die von irgendwelchen Hackern eingeführt werden und dann über 2-3 Jahre brach liegen. Die nutzen die gar nicht, um in die Bank reinzukommen und da irgendwas Böses zu machen, sondern die verstecken sich dort und warten darauf, irgendwas vorzubereiten. Manuelle Ransomware-Attacken sind da so ein typisches Beispiel, was daraus leicht erwachsen kann, und davor muss man sich schützen. Das ist extrem kritisch. Das schauen wir uns gleich ja noch an.
Genau, da haben wir, das wollten wir später auch noch besprechen. Der letzte Punkt, den ich hier erwähnen wollte, das ist noch eine Automatisierung. Automatisierung steht außer Frage, die ist wichtig, aber eine Automatisierung muss sicher sein. Die darf man nicht ohne weiteres verändern können. Ich muss das auditieren können. Klar, ich muss nachweisen, was hat meine Automatisierung wann, warum, wie gemacht. Ich muss damit Sicherheitsregeln umsetzen. Ich muss unter Umständen auch Sicherheitsregeln automatisiert umsetzen. Und das geht nur auf Systemen, die ich überhaupt vertrauen kann. Wenn ein System eine Sicherheitsregel automatisiert in anderen Systemen umsetzt, dann muss ich sicher sein, dass dieses Ursprungssystem auch sich in sich sicher war. Ich glaube, ich habe die Leute jetzt mit ganz, ganz viel mal dem Wort Sicherheit in nur einem Satz verwirrt, oder Ralf? Nee, war alles okay, war alles okay. Gut. Gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Thema, oder? Ja, schauen wir uns mal die Oracle-Lösung an. Heute geht es ja natürlich auch ein bisschen um Produkte. Und der Vorteil der Oracle-Lösung, das werden wir uns gleich anschauen, ist, dass das in der Oracle Cloud funktioniert und die Oracle Cloud auch ganz hervorragend hybrid funktioniert. Das bedeutet, es ist alles möglich in der Oracle Cloud, das heißt also in unseren Rechenzentren. Aber Sie können auch in Ihrem Rechenzentrum die Oracle Cloud betreiben. Ja, wir nennen das dann Cloud at Customer. Aber dazu gucken wir uns das ein bisschen genauer später an. Erstmal ein erster Blick auf die Engineered Systems. Das sind unsere Engineered Systems, mal ganz grob aufgeteilt. Wir haben auf der linken Seite die Private Cloud Appliance, die PCA. Die ist optimal für den Betrieb von Anwendungen in Ihrem Data Center. Das bekannteste Engineered System sehen Sie auf der rechten Seite. Das ist das mit dem X, das ist die Exadata. Und sicher ist sicher die Recovery Appliance, nach dem Motto Backup ist einfach, aber wichtig ist der Restore. Die Recovery Appliance, die sehen Sie in der Mitte. Doch das schauen wir uns dann auch später etwas genauer an. Hier sehen Sie mal ganz grob am Beispiel von der Exadata, was denn so das Konzept von einem Engineered System ist. Das heißt also, wir haben grundsätzlich bei einem Engineered System immer eine Kombination aus perfekt aufeinander abgestimmten Hardware-Komponenten. Also das heißt, wir haben hier bei einer Exadata beispielsweise die Datenbankserver drin, entsprechende Storage-Zellen, aber auch das Netzwerk, das das Ganze verbindet. Dazu kommt noch in einem Engineered System in der Regel das, was wir so Smart System Software nennen. Das heißt also eine spezielle auf das jeweilige System angepasster zusätzlicher Software-Stack. Bei einer Datenbank angepasst, um die Datenbank besonders sicher zu machen, um sie in der Geschwindigkeit zu optimieren, um eine sehr hohe Auslastung fürs System zu ermöglichen. Ein Beispiel von einer Recovery Appliance schauen wir uns auch gleich noch an. Da dient es darum, auf eine ganz besondere Art eben ein Backup zu machen und auch einen Restore vorzubereiten. Und natürlich für das gesamte System dann ein Bereich, den wir automatisiertes Management nennen und ja, das ist so im Prinzip das Grundkonzept. Wenn wir jetzt in die Exadata reingucken, ich habe es gerade schon gesagt, das eine ist, wir haben eine ganze Reihe von entsprechenden Datenbankservern, die auch eigentlich Standardserver sind, die mit Oracle Linux betrieben werden. Standard x86-Komponenten, Standard-Komponenten auch für eine entsprechende Gigabit-Ethernet-Verkabelung und im unteren Teil sehen Sie hier entsprechende auch wiederum x86 zwei Sockelserver, die aber entsprechendes Memory mitbringen. Das heißt also, da haben wir auch eine entsprechende Beschleunigung in den Zugriffen. Wie das im Einzelnen geht, darauf verweisen wir in den vielen Vorträgen, die wir zum Thema Exadata haben. Oder wenn Sie mehr wissen wollen, sprechen Sie einen unserer Vertriebsbeauftragten, Partner oder SEs an. Aber das ist schon eine Menge, mit dem Sie sich einfach mal beschäftigen sollten. Das bringt was ganz anderes mit an Qualität und an Durchsatz. Sie sehen das hier übrigens zum Beispiel einer Exadata Cloud at Customer Version. Ja, das heißt also, dieses System unterscheidet sich praktisch nicht von dem System, was ein normaler on-premise gekaufter Server bedeuten würde oder was ein entsprechendes System bei uns in unseren Rechenzentren darstellen würde. Über den Backup haben wir auch schon, oder habe ich gerade kurz gesprochen. Das ist eigentlich mein Lieblingssystem. Mit dem Einsatz von so einer Recovery Appliance machen Sie, wenn Sie heute irgendwelchen anderen Backup und Restore machen, machen Sie einen technologischen Sprung von, ich würde mal sagen, locker 10 Jahren, egal was Sie einsetzen. Das System benötigt einen einzigen Full Backup und danach wird alles nur noch inkrementell gemacht. Das heißt also, diese Backups belasten die eigentlichen Datenbankserver überhaupt nicht mehr und im Gegenzug bekommen Sie extrem schnelle Restore-Aktivitäten. Also das ist schon sensationell. Wenn irgendein
sollte, dass man das auch mit anderen Lösungen so oder so ähnlich oder nachbauen kann, seien Sie sicher, das geht so nicht. Da werden dann ein paar Sachen einfach stark vereinfacht. Gehen Sie davon aus, Sie kriegen hier eine Lösung, können Sie mit nichts anderem vergleichen. Und falls Sie da weitere Informationen brauchen, auch da sprechen Sie gerne unsere Spezialisten an und die werden Ihnen das dann gerne mal im Detail erklären, wie das funktioniert. Also als Beispiel sehen Sie hier, Sie haben wirklich ein Full-Backup und dann nur noch fortlaufende Increments und die werden auch die ganze Zeit geprüft, logisch geprüft und. Entsprechendes Reporting ist dabei, entsprechendes Reporting über die Qualität und auch über das System. Also eine sehr, sehr schöne Sache. Warum funktioniert das so gut? Naja, wir haben hier die Hardware sehr, sehr schön. Wir haben die Anzahl der Systeme oder die Varianten, die haben wir möglichst klein gehalten und haben damit automatisch die Qualität erhöht. Also wir nennen das Community-Effekt. Das bedeutet also, Sie haben Server, einem Engineered System, das bei Ihnen im Einsatz ist, aber auch bei irgendwelchen anderen Banken in Deutschland schon seit vielen Jahren im Einsatz ist, bei unseren Industriekunden im Einsatz ist, das aber auch in ganz Europa, in Nordamerika, weltweit. Das heißt also, die Systeme sind ganz, ganz hohem Maß baugleich. Das bedeutet, Sie sind da nie der Erste, der irgendwas ausprobiert. Sie sind nie der Erste, der in irgendeiner Weise da Erfahrungen macht, sondern in der Regel ist das so, dass durch Standardisierung wir einen sehr, sehr hohen Qualitätseffekt haben. Natürlich sind die Systeme nicht fehlerfrei, ne, will ich ja gar nicht behaupten. Kein System, das von Menschenhand geschaffen wird, ist fehlerfrei. Aber wir haben eine Menge getan, damit Einzelfehler, meistens sogar Doppelfehler, komplett abgefangen werden können und sie im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, sich auf die Qualität praktisch verlassen können. Die Frage ist natürlich dann, wie kann ein Betreiber denn die Qualität überprüfen von so einem System? Oder genauer gesagt, wie kann ich denn als Betreiber von einer Exadata oder einer Exadata Cloud at Customer überhaupt die Qualität der Systeme dokumentieren? Also das ist sehr schwierig, ne? Ja, Ralf, das absolut. Noch schwieriger wird es natürlich, wenn man das macht, was einem Engineered Systems entgegensteht, wenn man etwas selbst baut. Genau. Nichtsdestotrotz, dieses Prüfen der Integrität ist ein wichtiger Bestandteil von der ganzen Engineered Systems Strategie. Ich habe es mal hier am Beispiel von der Exadata aufgelegt, das Exacheck-Tool. Das gibt es aber so in letztlich jeder Form für jedes Engineered Systems. Die Idee dahinter ist eigentlich relativ einfach. Man muss in der Lage sein, das System selbst mit einem Werkzeug zu prüfen, ob es irgendwie verändert wurde. Dazu gehört beispielsweise, dass man Health-Checks macht. Man überprüft, ob die Hardware sich noch in einem Zustand befindet, in dem man sie bedenkenlos einsetzen kann oder in dem es vielleicht aufkommende Fehler gibt. Mhm. Man muss gegen die Architektur, die dahinter steht, im Fall der Exadata ist das hier beispielsweise die MAA, muss man es vergleichen. Gibt es da Abweichungen von den Best Practices? Wenn jemand beispielsweise einen Cluster-Interconnect manipuliert, weicht der zwangsläufig von der MAA-Best Practice ab und das erkennt man dann so sehr schnell. Natürlich kann man die üblichen Sachen machen, die wir in jedem Betriebssystem haben, beispielsweise, dass man die Hash-Werte der Binaries überprüft und Ähnliches. Und das Wichtige dabei ist, dass man dann dieses Tool braucht, dass das für einen bitte auch dann in einer Form dokumentiert, dass man das sehr, sehr schnell machen kann. Sonst ist man ja Wochen, Monate lang beschäftigt damit, sowas zu machen. Und da kam diese Idee auf, so ein Tool zu haben, das einmal die gesamte Maschine durchprüft. Und das gibt dann einen entsprechenden Report aus. Wir haben hier mal auf der rechten Seite der Slide so einen Beispielreport aufgeführt, wie sowas aussehen könnte. Und da sieht man dann ganz klar, es gibt jede Menge Checks, die da gemacht werden. Es wird geprüft, beispielsweise ist das Betriebssystem in Ordnung? Gibt es da irgendwelche Fehlermeldungen, die auffällig sind? Es ist klar, da wird dann mit entsprechender Technologie in den Logfiles beispielsweise gesucht. Da werden irgendwelche Fehlermeldungen ausgelesen. Bei Festplatten beispielsweise ganz klassisch werden die Smart-Werte auch ausgelesen, die das Ding liefert. Und das wird dann zusammengefasst. Und es gibt dann für jeden dieser Checks
A, eine entsprechende detaillierte Dokumentation, in der man sieht, was da gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Zum anderen aber auch, wenn es dann einen Status gibt wie ein Warning oder noch schlimmer ein Fail, dann sieht man auch, was man da jetzt machen sollte, um das zu beseitigen. Oder es kann ja auch sein, dass man in irgendeiner Form bewusst von irgendeinem Standard abweicht. Dann sieht man hier auch, okay, und das muss man dann für sich bewerten. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem man hier arbeiten kann, um so eine gesamte Sicherheit des Systems, die Integrität des Systems sicherzustellen. Sowas wird unheimlich häufig gefordert, dass man eben so ein Reporting auch macht. Also Sie finden es in der Kritis, in der Marisk, in der BATE, da ist das überall drin. BATE ist eine bankenaufsichtliche Anforderung an die IT. Die kam in Form eines Rundschreibens im Jahr 2017 vorbei. Marisk nur, um es erwähnt zu haben, das ist eine Risikomanagementbasis, letztlich auch eine Mindestanforderung, die an Banken zugestellt wird. Und die alle fordern, sowas halt in Schriftform bereitzuhalten. Gut. Jetzt geht es natürlich nicht nur darum, das System als solches sicherzustellen, sondern man möchte das Ganze auch noch jetzt auf einem höheren Level sehen. Man möchte das fortlaufend sehen, auch für die Datenbanken, die wir laufen. Und da bietet sich es dann an, auch entsprechende Services zu nutzen. Es macht da auch Sinn, sich dann Sachen zu überlegen, die nicht nur für eine Darreichungsform in Anführungszeichen tauglich sind. Also beispielsweise, ich kenne keine Bank, die nicht in irgendeiner Form eine Cloud-Strategie hat. Man möchte Cloud-Services mittelfristig nutzen und arbeitet sie natürlich an, dann beispielsweise mit solchen Auditierungsdaten auch mal sich Cloud-Services anzusehen. Und da gibt es von Oracle etwas, das nennt sich Oracle DataSafe. Das ist letztlich ein Datenbank-Sicherheitscontrol-Center. Mit dem sieht man kontinuierlich, haben die Security Assessments auf den einzelnen Datenbanken gebracht? Gibt es da irgendwelche Geschichten? Haben sich User neue Berechtigungen erzeugt? Gibt es User mit abweichenden Berechtigungskonzepten überraschenderweise? Das wäre so ein typisches Zeichen dafür, dass jemand sich da einschleicht, dass ein User auf einmal ein abweichendes Konzept verfolgt, dass da nicht mehr ganz so die Rollen sind, die man üblicherweise hat. Es hilft auch dann natürlich beim Auditieren der User. Und es sind so Feature dabei, mit denen man beispielsweise sensitive Daten erkennen kann. Und viel wichtiger, wenn man sie dann erkannt hat, sie auch maskieren kann vor unberechtigtem Zugriff. Die Besonderheit darauf ist, dass das ist ein Cloud-Service. Dennoch funktioniert er mit allen Oracle-Datenbanken zusammen, egal wo diese jetzt laufen. Also sowohl in der Cloud als auch on-premises kann man dieses Werkzeug verwenden, das dann halt cloud-basiert ist. Man muss nur entsprechend dafür sorgen, dass man sich da rein verbinden kann, dass es da eine Integration gibt. Ich finde, das ist ein tolles Werkzeug, weil es hilft, Security-Risiken zu erkennen und auch zu umgehen. Da unten wird eine Sache noch gesagt, die finde ich immer ein bisschen, wie soll ich sagen, no special security expertise needed. Ja. Das Tool bewirkt, also ich habe gleich einen Screenshot. Das Tool bedient sich super. Also da hat sich wirklich jemand mal Mühe gegeben und hat einem Security-Tool eine tolle UI verpasst. Nichtsdestotrotz, man muss verstehen, was da steht. Und dafür wäre es ein Security-Background durchaus angemessen. Also von daher, es ist gut, um auch mal jemanden da reinzuarbeiten. Also wenn man noch nicht so die tiefe Kenntnis hat, hier hat man schnell einen Überblick. Und weiß dann, ja, man weiß dann, was man alles nicht weiß und wo man sich dann reinarbeiten kann. Also hier, so sieht das aus. Das ist für ein Security-Tool, finde ich, erstaunlich übersichtlich. Es wird als erstes so eine Übersicht gegeben, was gibt es hier? Und dann sieht man hier, ja, es wurden hohe Risiken erkannt, 17, 14 von nicht so niedrigere Risiken, 8. Gesamt 39 Dinge, um die man sich da kümmern müsste. Bei den Usern sieht es ein bisschen anders aus. Da haben erstaunlich viele besondere Zuordnungen bekommen. Man sieht auch was ganz Interessantes. Das finde ich immer interessant, weil man kann aus Aktivität schließen, ob was passiert. Es gab hier eine Woche, in der erstaunlich viel Aktivität der Administratoren waren. Die sind immer hier unten bei den 4K und hier haben sie viel gemacht. Entweder gab es ein Update, dann war das geplant. Oder ein Admin-User wurde geknackt. Und sowas kann man auch an Verhalten erkennen. Und von daher schön, dass sowas dann so einfach aufbereitet wird. Das hilft einem beim Überblick kriegen. Und damit denke ich, das ist dann auch so ein Werkzeug, das man da in die Hand nehmen kann, um zu arbeiten.
Und ähnlich kann man dann weiterarbeiten. Ich habe jetzt hier, um nochmal diesen Bogen zu spannen zu den verschiedenen Engineered Systems, was rausgenommen von der Recovery Appliance, von deinem Lieblings-Engineered Systems, Ralf. Genau. Das haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach gezeigt, aber das ist etwas, was sich toll mit den Anforderungen von Kritis und Ähnlichem steckt. Also von so einer typischen Anforderung, die sich so verbirgt in den Untiefen von einer Regulatorik, dass man beispielsweise nachweisen muss, dass Datenbanken binnen kürzester Zeit jederzeit wiederhergestellt werden können aus ihrem Backup. Das ist der Moment, wo man entweder diesen Satz überliest und dann ein Riesenproblem hat, oder wo man sich sagt, Mist, ich muss jeden Tag von 1400 Datenbanken armen Validate fahren. Das ist der Moment, wo man sich überlegt, wo man diesen HPC-Cluster herbekommt, der das für einen macht. Das geht aber auch anders. Und deswegen gefällt mir die Recovery Appliance so gut, weil die das ja permanent überprüft. Da drin ist ja kein Backup unüberprüft. Da wird jeder Block, aus dem so ein Backup besteht, regelmäßig angefasst, um zu prüfen, ist das noch in sich konsistent, ist das wiederherstellbar, wie lang ist mein Unprotected Data Window, wie viele Daten würde ich theoretisch verlieren, wenn jetzt genau was passieren würde. Und das überprüft diese Maschine permanent. Stellt damit sicher, dass ich wiederherstellbar bin. Ich brauche keinen HPC-Cluster und armen Validate zu fahren. Ich habe den in der Maschine drin und ich habe damit letztlich eine Übersicht und ich kriege die auch noch schriftlich. Ich kriege die ja in einer reporting-tauglichen Darreichungsform von der Maschine übergeben, sodass ich genau sehe, wie es um meine 1400 Datenbanken bestellt ist. Und das denke ich, das ist eine Qualität, die sollte man nutzen, eben um reportingfähig zu sein, dass man nicht nur seine Compliance-Anforderungen erfüllt, sondern das auch noch nach außen darstellen kann. Und da hilft sowas ja sehr. Da gibt es ja auch so bunte Kuchendiagramme, ne? Wie beim Data Safe. Also man kriegt dann auch mal eine erste Übersicht, wenn ich jetzt meine 500, 600 Datenbank habe, in dem ich sehr schnell erkennen kann, bei welchen ist alles grün, bei welchen ist alles im erwarteten Rahmen und was sind denn die wenigen, die ich mir dann angucken muss, halt, ne? Ich glaube, das ist das Gleiche wie eben bei Data Safe gesagt. Ein großer Vorteil. Ich kriege sehr schnell eine sehr weitgehende Sicht in mein Gesamtsystem rein. Das stimmt. Das ist auch einer der Aspekte, die sich in Admins-Tools meiner Ansicht nach in den letzten Jahren sehr, sehr toll weiterentwickelt haben. Früher war es ja so, du hättest dann morgens in die ALERT-Logs reingucken müssen von all deinen Backup-Prozessen. Vielleicht hättest du dir noch ein paar Grep-Befehle geschrieben, mit denen du geschickt dann herausgefunden hättest, wo welches Backup wie schiefgelaufen ist. Heute brauchst du dich da nicht mehr drum zu kümmern. Du musst nicht mehr diese Skripte schreiben, um in deinen Logfiles rumzuwühlen. Es gibt entsprechende Tools, die das für dich machen. Du wirst da toll unterstützt, auch durch KI und Ähnliches, wo du dann solche Darstellungen hast von Übersichten, dass du schnell Problemfelder erkennen kannst und weniger Zeit darauf verwendest, überhaupt den Überblick zu bekommen, weil den bekommst du fertig grafisch aufbereitet. Und so Standardjobs kann ich dann bei einem Recovery Appliance Tool oder für die Datenbanken, die unter der Verwaltung von einer Recovery Appliance sind, die binde ich einfach in irgendeinen Cronjob ein und lasse sie einmal in der Woche zu meinem IT-Auditor laufen und schon habe ich ein recht perfektes Reporting für das gesamte System. Ich muss also relativ wenig tun, um eine hohe Qualität zu machen. Sehr schön. Ja. Sagen wir uns mal noch kurz um mein Lieblingsthema, diese Advanced Persistent Threats und Ransomware annähern, weil das ist etwas, was denke ich, eigentlich für jedes Industrieunternehmen eine große Gefahr ist, dass man da mal so einer Erpressung zum Opfer fällt. Also guck in die Presse, ich kann mich noch gut daran erinnern, das war es vor vielen Jahren in Dänemark, da hatte mal ein großer Containerschiffer größte Probleme mit sowas. Ja. Und das Gefährliche heute ist ja nicht das, was man immer wieder in der Presse gibt, hey, da gibt es irgendeinen Erpressungstrojaner, der automatisiert ein, zwei Notebooks plättet. Sondern es geht ja eigentlich um diese Ransomware-Angriffe, bei denen es wirklich um große Aktionen geht, die dann ja auch koordiniert werden und ähnliches. Also wenn man sich das überlegt, so ein Ransomware-Angriff läuft ja so ab, dass zunächst mehrere Hosts, idealerweise alle Hosts, die Daten enthalten, beim Kunden übernommen werden. Und wenn die dann übernommen sind, dann
dann wird da von Menschen koordiniert gleichzeitig überall die Verschlüsselung angeworfen, sodass man eigentlich gar keine Chance hat, die Daten irgendwie hier zu retten. Und da bietet sowas wie die Recovery Appliance natürlich dann auch einen besonderen Schutz, weil sie eben, ja, ganz böse gesagt, sie kann nur eins, sie ist ein One-Trick-Pony, sie kann nur Backup und Restore und das entsteht gut. Es ist so, wenn man in dieser Situation ist, dass es da Datenbanken gibt, die auf einem übernommenen System liegen, dass es der Backup-Server auch übernommen wurde, das ist so eine Standardvorgehensweise. Man möchte natürlich nicht nur die Daten verschlüsseln, sondern die Daten überall verschlüsseln. Also wird man auch auf den Backup-Server gehen und dann dort dafür sorgen, dass die Backups entweder nicht wieder nutzbar sind oder dass sie zumindest ja, verschlüsselt werden. Und dafür nutzen diese Angreifer die üblichen Protokolle. Man sucht nach Mounts, man sucht nach SMB-Shares, man sucht SSH-Verbindungen, die man irgendwie übernutzen könnte, um dann dort irgendwie an die Daten ranzukommen. Und das Schlimmste, was man diesen Leuten antun kann, sind Airgaps und Systeme, die nur eine einzige Aufgabe haben. Die Recovery Appliance ist sowas. Die steht im Netzwerk in gewisser Weise einzigartig da. Sie hat keine NFS, CIFs, SMB-Mounts oder sonst irgendwas. Sie hat eine total reduzierte Angriffsfläche. Da sind nur ganz wenige Ports auf. Also wenn man dort einen Netzwerkscan macht, ja, dann sieht man nicht so viel. Es gibt eine API, über die Kommunikation abläuft. Um an diese Kommunikation ranzukommen, braucht man zunächst mal, man müsste mal als erstes mal eine Man-in-the-Middle-Attacke starten, um die HTTPS-Verbindung da aufzuklöben. Diese API ist eine proprietäre API. Gut, Security by Obscurity war noch nie so ganz das Ganze, aber da gibt es beispielsweise keinen Befehl in der API, mit der man eine Zusatzsoftware auf der Recovery Appliance eben mal schnell installieren könnte. Selbst wenn der sich die Mühe macht und da in einem in PLSQL einen Verschlüsselungsalgorithmus schreibt, der kriegt den nicht drauf, der kommt da nicht durch. Und das ist eine ganz, ganz einfache Methode, letztlich eine sehr zuverlässige Methode, da irgendwie zu verhindern, dass Daten verschlüsselt werden. Auch wenn sich dann ein Client-User authentifiziert, direkt auf die Recovery Appliance draufgeht mit den Mitteln, die er da zur Verfügung hat, er wird nichts installieren können. Das gehört nicht zu seinen Rechten. Der darf das nicht. Da kann keiner Software drauf installieren, die dann was macht. Und das ist natürlich extrem wichtig, um sowas zu umgehen. Und mit welchen Maßnahmen machen wir das auf der Recovery Appliance? Zumindest einige der Maßnahmen werden Ihnen bekannt vorkommen. Also zunächst mal, auf der Recovery Appliance sitzt zwar ein Pinguin, sprich, da läuft ein Linux drauf, aber das ist ein gehärtetes Linux. Das ist von den Funktionsumfängen, von den Diensten, die da laufen, zurechtgestutzt auf das Minimum, was man für den Betrieb von der Recovery Appliance braucht. Also das ist wirklich minimalistisch aufgestellt. Zusätzlich natürlich alles, was man heute auf modernen Servern macht, da ist ein Secure Boot drin. Das heißt, das Betriebssystem wird, bevor es gebootet wird, geprüft, ob es überhaupt zulässig ist, dass es da läuft. Also wieder so eine Parallele zu Security generell. Wir haben so ein Layered-Modell. Da kommt eine Schicht nach der anderen auf der ZTLAA mit, die Sicherheit erhöhen. Wir haben, wie gesagt, nur Zugriff per Armen-API. Was eine weitere Schicht ist. Aber selbst wenn es dann gelingen sollte, dass hier unten jemand an die Maschine rankommt und dort einen der Datenbankserver, die es da gibt, da sind ja zwei drin, angenommen, da würde einer übernommen. Was würde passieren? Naja, wir haben auch in der Recovery Appliance eine kleine Firewall, die nennen wir Cell Wall. Und das ist eine Software-Firewall, die läuft auf den Storage-Cells. Und wenn dort sich ein Server meldet, mit eben nicht der üblichen Art und Weise, wie sich ein Datenbankserver meldet, dann schlägt die Alarm und der Server wird aus dem Cluster rausgenommen. Das bedeutet, sehr, sehr schnell ist man hier in dem Punkt, dass man das Ganze dann, dass die Maschine sich selbst schützt vor sich selbst. Und dann zuletzt ganz klar unsere Empfehlung, wenn Sie da Daten draufbringen, arbeiten Sie mit TDE. Das macht das Ganze für einen Angreifer noch deutlich komplizierter. Und der sitzt dann da letztlich, hat die Recovery Appliance und er selbst kann mit dem Begriff relativ wenig anfangen, weil es gibt keinen einfachen Weg, mit dem er da draufkommt.
Und Sie sehen, das ist nicht eine meiner Maßnahmen, die ich erwähnt habe, würde allein diese Sicherheit herstellen. Aber die Kombination, so klassisches Schweizer Käsemodell, jede meiner Layer hat vielleicht noch ein oder zwei Security-Lücken. Aber ich packe die so dicht hintereinander und so viele davon, dass von vorne und hinten wirklich nichts durchkommt. Und das, denke ich, hilft bei der Ransomware, weil ich habe dann mein Backup und ich habe dann ein Backup, das eben nicht verschlüsselt wurde und somit für mich unbrauchbar wurde. Okay. Und das stellt natürlich eine ganz andere Qualität dar, als das, was man sonst hat. Damit, Ralf, würde ich noch eine Sache gerne ansprechen. Das ist die Geschichte Banken und Cloud. Und ich denke, Cloud wird für Banken immer interessanter, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch eben, weil man dort auch kaufen kann. Und da ist unser Angebot, denke ich, einzigartig. Ja, sehe ich auch so. Fassen wir mal zusammen. Also wir haben am Anfang gesehen, es gibt eine Forderung, dass Sie Ihre Daten in welcher Form auch immer klassifizieren müssen, dass Sie wissen müssen, wo steckt das Risiko, dass Sie entsprechend zum Risiko auch eine entsprechende Schutzklasse und damit Technologie einsetzen müssen, das auch nachweisen müssen. Sie müssen die Technologie, das haben wir auch gesehen, entsprechend, ja, das, was Sie an schützenswerten Daten haben, das müssen Sie entsprechend auch regelmäßig dokumentieren. Dann brauchen Sie also Jobs, sei es für die Datenbank an sich, ist die noch integer, ist die in irgendeiner Weise gefährdet worden, als auch für die gebackupten Daten und für den Restore. Das heißt, Sie müssen eine Restart-Fähigkeit nachweisen. Also als das müssen Sie tun. Plus, Sie müssen es nachweisen, nicht nur für das Messen selbst, sondern auch für das Messwerkzeug. Will heißen, für die gesamte Technologie. Wir haben eben das Beispiel gesehen, ExaCheck für die Systeme, Recovery Appliance und auch Exadata. Das heißt also, Sie haben kompletten umfassenden Schutz und wie der Jan Borsowski gerade aufgezeigt hat, auch für den sehr komplexen Bereich der Ransomware-Attacken. Das heißt also, auch da haben Sie die Möglichkeit, insbesondere mit einer Kombination aus einer Exadata mit einer Recovery Appliance praktisch Ihr System nochmal besonders abzusichern. Denken Sie dran, wenn Ihr Plan ist, dass Sie das Ganze ohne entsprechenden Schutz machen und im Fall einer Ransomware-Attacke dann die Strafe nehmen, wie bei Monopoly. Ne? Also ich kann auch dann ins Gefängnis gehen. Das ist aber kein guter Weg, weil es gibt, glaube ich, wenn ich die aktuelle Statistik noch richtig in Erinnerung habe, werden in beinahe 50% aller Fälle, wo denn ein Lösegeld gezahlt wurde und man eigentlich den Schlüssel zurückerwartet, keine Schlüssel geliefert. Das ist natürlich dann sehr schade. Das heißt also, das Konzept geht nicht auf. Also insofern investieren Sie das Ganze lieber in eine vernünftige Technologie. Das Ganze nochmal hier am Beispiel der Exadata. Und der Jan Borsowski hat es gerade angesprochen, in der Cloud, ja, weil Sie haben, wenn Sie Ihre Schutzklassen für Ihre gesamten Daten mal ansehen, Sie haben auf jeden Fall eine große, große Anzahl von Datenbanken, die Sie problemlos in unsere Oracle Data Center bringen können. Da gibt es keinerlei Regulatorik bei manchen Datentypen. Sie können das relativ mit wenig Aufwand machen und auch sehr dynamisch. Also das wäre immer unsere Empfehlung, wenn Sie also Daten haben, wo Sie eine hohe Dynamik haben, wo Sie ein sehr flexibles Modell brauchen, gehen Sie da möglichst schnell eben in entsprechende Lösungen bei uns in der Public Cloud. Wenn Sie aber im Gegenzug die Daten unbedingt on-premise haben müssen, weil Sie die physikalische Kontrolle über die Daten behalten wollen, dann empfehlen wir eine entsprechende Lösung. Da ist das Stichwort Exadata Cloud at Customer zum Beispiel. Ja, das gibt es auch noch jeweils in der Autonomous-Version, aber das führt ein bisschen zu weit hier. Aber wenn Sie einen unserer Techniker oder wenn Sie einen Vertriebsbeauftragten oder auch gerne einen Oracle-Partner ansprechen, merken Sie sich einfach nur den Begriff Exadata Cloud at Customer. Sie haben dann ein System in Ihrem Rechenzentrum physikalisch unter Ihrer Kontrolle. Das ist eine ganz normale Exadata, aber das System bereitgestellt wird komplett von Oracle. Das heißt also, wir fahren das System. Sie nutzen das im Prinzip genauso wie ein System, das in der Oracle Cloud ist. Der einzige Unterschied da ist, dass das System, wie gesagt, physikalisch unter Ihrer Kontrolle in Ihrem Rechenzentrum ist. Und natürlich, das sehen Sie ganz links, es gibt immer noch die On-Premise-Version. Es gibt viele Kunden, die wirklich ganz isolierten System betreiben wollen. Für die ist der Kauf einer Exadata Cloud at Customer oder ein Leasing-Modell
auch eine gute Variante. So, jetzt gehen wir mal auf die nächste Folie, Jan. Ich glaube, da steht nicht viel drauf, außer unseren E-Mail-Adressen. Oh, nicht mal das. Oh, ganz übel. Das müssen wir dann noch nachholen. Also es ist relativ einfach. Sie nehmen einfach den Namen und den Vornamen, Punkt, Nachnamen @oracle.com. Falls Sie Fragen haben, können Sie so gerne mich und auch den Jan Rosowski erreichen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Wir sind nämlich immer, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie selbst mal einen Podcast gemacht haben, Sie sprechen immer in ein Mikrofon, Sie sehen niemanden und Sie gucken in eine Videokamera, aber Sie haben keine Ahnung, ob das den Leuten am anderen Ende gefällt, ob Sie ein großes fragendes Publikum hinterlassen oder ob alle jubeln. Also insofern, wir freuen uns auf Ihr Feedback, wir freuen uns auf Ihre Fragen. Wenn Sie Fragen haben, gerne auch an uns oder wie gesagt an einen unserer Orakel-Kollegen. Ich sehe, dass wir keine weiteren Fragen haben im Moment. Dann würde ich sagen, nochmal ganz kurz der Hinweis auf die nächsten Veranstaltungen. 6. Oktober, Exadata Clouded Customer im Betrieb. Zur Einstimmung können Sie auch da unter On Demand schon die Folge 1 und 2 dazu sehen. Das ist so eine Trilogie. Das erste geht, wie plane ich eine ExaCC? Zweite ist, wie ist so der Bestellprozess? Dritte ist jetzt der Betrieb. 13. Oktober, Backup und Recovery, die Recovery Appliance im Detail, englischsprachiger Vortrag. Und dann bekommen wir noch Ende Oktober ein Update zu unseren gesamten Produkten. Ja, dann bleibt mir hier nur, mich zu bedanken. Jan, vielen Dank an dich auch für die Vorbereitung, für die Teilnahme. Und an die Bojana Pistorius, die im Hintergrund die ganze Show hier als Showrunner organisiert und auch uns hilft, hier das ganze Programm auf die Beine zu stellen. Vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen auch weiterhin und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.